Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zur Enjoy Magic Review. Heute haben wir einen Klassiker. The Two Cup Routine bei Tommy Wonder, rausgebracht von Bluter Magic. Genau, big großes Shoutout an Bluter Magic. Vielen Dank für die heutigen Produkte, kommen ja beide direkt vom Creator, Publisher. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Klassiker. Habe ich diese Routine damals gefeiert, als die... Oh, der Move, er sieht einfach immer wieder gut aus. Sorry, ne? Wir hätten so vielleicht... Wie heißt es? Für den Lautstärkepegel. Ja. Ja, du hast die Routine gemacht. Ja, das ist schon ewig her, dass ich das erste Mal gesehen habe von diesen... Die Visions of Wonder, Visions Volume 1. Genau, reden wir in der Mitte noch ein bisschen drüber, aber... ja, Tommy Wonder, Legende. Ich glaube, ich muss mir nicht mehr viel zu sagen. Absoluter Legendenstatus. Und das ist jetzt einfach sein Original, weil bisher gab es... Das ist sein Original. Ja, also wurde zumindest mal exakt nach seinem Vorbild quasi aufgelegt, weil bisher war es immer so, man konnte nur die Routinen irgendwo bekommen oder Lecture-Skripte und musste sich Requisiten selber zusammensuchen. Und hier habt ihr wirklich eins zu eins das, was auch Tommy Wonder im Prinzip verwendet. Genau, ist auch mit Rechten und alles abgedeckt. Also von daher das... Genau, also was bekommt ihr? Ihr bekommt Aufbewahrungssocke mit entsprechend Kugel, die ihr abschrauben könnt, die dann auch immer wieder unter drunter auftaucht. Und Tommy Wonder, so der Erste, der quasi anstatt drei Becher zwei Becher verwendet. Es sind keine Chop Cups, es sind normale, ungegimmigte Becher. Ihr bekommt drei von den Kugeln und die Kugeln hüpfen von der einen, vom einen Becher in den nächsten, das hier und da. Dann auf einmal taucht die Kugel auf, die ganze Zeit auf dem Tisch lag, darunter auf. Und am Ende als Kicker taucht sogar der ganze Sack darunter auf. Genau. Und das ist furchtbar. Ich habe es zum Andi wieder gesagt. Es sind einfach diese Tommy Wonder Momente, wo, obwohl ihr wisst, was passieren wird, ich verpasse jedes Mal, wenn er diese Scheißkugel drunter lädt. Und es sind einfach so kleine Touches, die ich sogar jetzt noch in meiner Job Cup Routine verwende, weil wie Tommy Wonder mit den, mit der Aufmerksamkeit der Zuschauer spielt, ist einfach krank gut. Es gibt, das ist wie gesagt auch was ich in meiner Routine verwende, null Chance, dass der Zuschauer eine Ladung sieht, wenn ihr quasi die Kugel nach vorne legen lasst und alles. Das Ding ist so ausgefeilt, diese Routine und diese Subtleties, die du auch gerade gesagt hast, diese Kleinigkeiten sind Wahnsinn. Und das ist genau, das wollte ich noch sagen, das ist eben ein wichtiger Part der Routine. Also es dreht sich sehr viel um diesen Aufbewahrungssäckchen. Aber es ist eher so, es hat ein schönes Ende, dadurch, dass man wieder zurückgeht. Genau, es ist das, die Final Load sozusagen. Und ich finde das auch cool, weil es gibt im Ganzen so ein schönes Gesamtkonzept, weil ihr habt wirklich alles, was ihr braucht. Ihr müsst wirklich nur das da reinpacken und dann habt ihr alles. Ihr braucht keine zusätzlichen Zitronen oder sonstigen Abschlussladungen mitnehmen. Ihr habt hier alles. Und es ist die einzige 2-Cup-Routine, die ich kenne. Ich kenne sonst keine mit 2. Nee. Also ich kenne halt den klassischen Job-Cup, den wir beide machen. Ich kenne aber auch halt das Becherspiel, logischerweise. Aber das ist ja mit 3. Und mit 2 ist irgendwie so ein bisschen ganz selten. Und das ist die einzige und beste. Auf der Visions of Wonder gehen wir in der Mitte nochmal drüber ein. Geht auch ein bisschen drüber ein, dass es für ihn so stimmiger ist. Genau. Die Qualität ist einfach mega. Ich habe die Becher in der Hand gehabt und dachte mir, ich verwende immer noch tatsächlich so ein Aluminium Job Cup, der mir absolut taugt. Ich habe irgendwie ein bisschen Bammel, da wieder wegzugehen und so. War auch sau günstig. Aber das Gewicht von diesen Bechern und die Qualität und auch wie sie klingen, ist einfach, wo ich mir gedacht habe, boah, keine Ahnung, vielleicht sollte ich echt mal wieder ein bisschen mehr Kohle für den Job Cup ausgeben. Also die liegen super in der Hand. Die Bälle sind verhältnismäßig auch groß dafür, aber taugen auch entsprechend hier. Das Einzige, wo man sagen kann, ein bisschen Manko, weil es ist auch ein bisschen ein teureres Produkt, ist der Link, der dabei ist, ist von der Qualität her nicht der beste. Überhaupt nicht. Es ist von Tommy Wonder direkt, aber es ist halt so ein richtig altes von VHS, dreifach komprimiert und dann auf YouTube hochgerendert in 188p Qualität so gefühlt. Nee. Das stimmt. Also da hätte man sich, finde ich, schon die Mühe machen können. Ich meine, dann wäre es nicht mehr Tommy Wonder, das ist klar, aber das sind irgendwie ein bisschen in guter Qualität. Oder man kauft sich die Rechte von L&L Publish noch dazu. Stimmt, man hätte einfach, das ist eigentlich in relativ guter Qualität. Das ist super Qualität, ne? Ja. Ja, genau. Das werden wir euch in der Mitte auch empfehlen, aber kommen wir gleich in der Mitte noch mehr dazu. Richtig, also ihr bekommt hier wirklich nur das Requisit. Ich meine, ich glaube, Magic Shop meinte doch sogar auch, dass da eigentlich gar nichts dabei ist. Also bei manchen schon, aber bei mir war da auf jeden Fall was dabei. Bei uns war was dabei, es kommt jetzt auch direkt vom Creator. Also, wenn ihr es bei Magic Shop bestellt, die haben auf jeden Fall den Link, da kriegt ihr es auf jeden Fall. Okay, genau, perfekt. Also rechnet auf jeden Fall nicht mit zu viel Content, sondern nur mit Qualität in den Produkten. Das ist eigentlich die Quintessenz. Wobei daraus, auf der anderen Seite, der Fairness halber, kauft man sich das wirklich, um diese
Two-Cups-Routine zu machen. Ihr kopiert halt einfach 1:1 den Zuschauer. Es ist eine Routine, die super stimmig ist und passt, die ihr aber, glaube ich, kaum auf euch selber umschreiben könnt. Ja, ist anspruchsvoll, ja, stimmt schon. Es ist nicht nur anspruchsvoll, aber es ist Tommy Wonder. Und ich meine, dass nur Tommy Wonder eine Tommy Wonder-Routine verkaufen kann. So im Sinne, ja, ja. Allein mit das, ihr könnt nicht variieren, was sagt ihr dazu sonst? Ihr seid ziemlich an das Skript gebunden. Das heißt also, einmal hin und her, ihr werdet dazu gezwungen sein, eigentlich diese Routine 1:1 zu kopieren. Wobei ich das nicht so schlimm finde, weil erstens, wenn man diese Routine mal 1:1 sogar, dann lernt man unheimlich viel dabei. Das schon. Weil das ist wirklich, dann lernt man das auf einem, sonst hat man immer diesen Fakt, dass man so geneigt ist, Abkürzungen, Sachen zu vereinfachen. Wenn du das wirklich so gezwungen bist, dich an dieses Skript zu halten, dann bist du auch mal gezwungen, eine richtig krasse, durchstrukturierte, richtig geniale Routine zu lernen, die man danach bestimmt irgendwie auch noch auf sich anpassen kann. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das sehe ich so ein bisschen das Problem. Ich glaube, das kann jetzt auch nicht konkret sagen, wie natürlich, okay. aber ich behaupte mal, das meiste lässt sich irgendwo auf einen anpassen, aber es stimmt schon, es ist so ein Punkt. Sonst sitzt ihr halt kreativ direkt bei null da, wenn ihr jetzt gar nichts dazu habt, weil dann müsst ihr euch mit 2 Cups irgendwie komplett selber was bauen. Ja, das auch nicht unmöglich, aber natürlich sehr anspruchsvoll. Also ich empfehle doch die Tommy Wonder Routine einfach mal ein Stück weit einfach nachzumachen. Sie ist gut und klar. Ja, ihr lernt auch was. Also als ich das gesehen habe damals auf diesem L&L Published, wo wir wieder nochmal dazukommen, trinken wir jedes Mal ein, wenn ich das sage. Ja. Da lernt ihr auch was. Das ist was mich ja heute noch verfolgt. Ich finde es aber, wie gesagt, eher interessant, das zu sehen, wie er das macht und was er sich dabei gedacht hat und wie kann ich es bei mir adaptieren, wenn ich jetzt aber die Props dazu habe. Ja. Bin ich halt eben darauf gebunden. Ich kann nicht sagen, okay, was lerne ich daraus, sondern ich muss das so machen. Also das ist so ein bisschen mein Spleen und sowas. Das ist was ganz cool. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das gut findet, dass ihr die Routine 1:1 nachmachen müsst oder ob ihr quasi euch lieber was wünscht, wo ihr was Eigenes dazu macht. Das wäre vielleicht mal ganz das cool. Das wäre echt interessant. Genau. Ansonsten, die Qualität der Produkte ist megamäßig. Das ist sowas, was du dir, glaube ich, als du das erste Mal gesehen hast, sogar gesagt hast, ey, ich will mir sowas häkeln lassen. Nie gemacht hast. Aber das ist richtig. Ja, das kann sogar sein. Ja. Ja. Die Routine ist eine 10 von 10 Punkte Routine. Da braucht man nicht weiter drüber streiten oder sonst irgendwas. Aber es ist eine Tommy Wonder Routine. Es ist keine Joe Routine. Ich werde die nie machen. Ich kann sie nicht machen. Nicht, weil ich sie nicht gut finde, nicht, weil ich sie nicht verkaufen kann. Es ist aber nicht meine Routine. Ich kann die nicht so verkaufen, glaube ich, wie Tommy Wonder. Zumindest würde ich von meinem normalen, Magier-Auftritt, würde es schon ein starker Unterschied sein davon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da ein bisschen übertreibe oder sonst irgendwas, aber ich versuche da einfach diesen Punkt rüberzubringen. Von daher, ich würde zur Bewertung kommen. Ich mal rein von dem, was ihr bekommt und jetzt mal rein von meinem persönlichen Ding dazu. Ich ziehe auf jeden Fall Punkte ab für die Videoqualität, die dabei ist, beziehungsweise nicht dabei ist. Für den Preis erwarte ich eigentlich schon. Und wenn ich die Two-Cups-Routine kaufe, und es ist auch die Two-Cups-Routine, nicht die Two-Cups-Equipment, von daher, ich gebe dem Ganzen 7 Punkte, die Qualität und die Routine, die ihr wahrscheinlich dazu bekommt, ist auf jeden Fall entsprechend gut. Aber, na Moment, ich gebe 8. Ich mache 8. es ist halt Tommy Wonder, aber wie gesagt, ich ziehe, wie gesagt, rein die Punkte ab für, ich kann sie nicht adaptieren, ich kann, oder die Routine ist entsprechend nicht so, oder nicht, weil ich glaube, ich habe mich ein bisschen widersprochen, aber ihr kriegt meine Idee. Ja, ich gebe ihm von vornherein direkt 8 Punkte, weil ich sehe es nicht, nein, nicht, okay. Noch nicht, ich bin direkt bei 8, hatte ich mir vorher überlegt, weil ich finde es gut und ich sehe es auch nicht so unmöglich wie du, dass man genau diese Tommy Wonder Routine macht. Ich sehe mich die auch machen von meinem Performance-Style. Ich bin nur ganz ehrlich, wahrscheinlich wird es wieder an der Zeit, die ich investieren müsste und wollen würde, damit sie halt gut genug ist, scheitern, weil es ein sehr, sehr aufwendiges Piece ist. Aber ich finde es auf jeden Fall, es ist genial und ich sehe mich es auch machen und deswegen die 8 Punkte. Genau. Ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr dem Produkt für eine Bewertung gegeben hättet. Und jetzt schauen wir mal, was in der Mitte so kommt. Da sind wir endlich in der Mitte. Was wollten wir nochmal ansprechen? Irgendwas wegen mit Tommy Wonder. Genau, die Visions of Wonder von L&L Published. Für die, die L&L Published nicht kennen, die können maximal 20 Jahre alt sein. Keine Ahnung. Also L&L Published
eine der coolsten eigentlich Sachen, wie man Sachen lernen kann. Die haben verschiedene Kategorien wie Out of this World, wo verschiedene Zauberer ihre Out of this World Routinen machen. Ja. Job Cup Routinen, glaube ich, sind dabei. Was sind noch alles dabei? World's Greatest Magic heißen ja. Die DVD. Metal Bending, so hast du angefangen. Metal Bending, ja, auch sehr zu empfehlen. Haben viele gar nicht auf dem Schirm mit Richard Osterlind. Ne? Und auch Tommy Wonder, ganz viele absolute Ikonen genau, mit dabei. Genau, die Wishes of Wonders. Und das ist also so eine Generalempfehlung eigentlich mal. Gibt es bei Magic Shop als Download, aber auch als DVDs zu kaufen? Wenn es die noch gibt. Ich glaube schon. Magic hat noch viele DVDs im Lager, was ich weiß. Okay. Nee, aber das ist halt, da ist was, was da drauf ist. Allein schon auf der ersten. Ja. Lohnt sich schon so. Ich meine, wir können darüber extra nochmal Reviews machen. Da, am Ende von dieser Mitte fragen wir euch dann noch was dazu. Aber da ist diese Two Cups and Balls Routine dabei. Die Tamed Card Routine, die megamäßig ist. Die ist so gut. Die super ist. Und dann auch noch dieses Ringwatch Wallet, was jetzt mit der heißt ein komplett neues Produkt quasi rausgebracht wurde. Ja. Die sind alle da auf dieser einen DVD drauf. Was günstiger ist als der heißt, als alles andere, was mir bis jetzt. Das ist vielleicht auch so der Generaltipp an der Stelle. Lieber mal in diese DVD, so diese Klassiker investieren, bevor man sich jetzt hier teure Requisiten kauft, die man am Ende dann nicht einsetzen kann, weil dort bekommt ihr komplette Erklärung. Ihr bekommt so viele Details und Insiderwissen. Ja, und bekommt dann, vielleicht nehmt ihr auch direkt was für eine andere Routine mit, wie du für deinen Job gehabt. Ja. Und dann spart ihr euch einen Haufen, was teure Requisiten angeht, oder kauft euch die Requisiten erst dann, wenn ihr auch wirklich sagt, ja, ich 100%, dass ich das machen will. Das war früher halt auch ein bisschen anders. Da hat man lieber overdelivered. Ja. Sonst kauft die Leute nicht mehr. Und heutzutage ist es halt eben, ihr kriegt genau das, was ihr bestellt habt. Ja, das overdelivered machen die nur noch in den Trailern. Ja, ja, aber da ist es. Genau. Aber ihr könnt mal sagen, ob euch vielleicht mal interessiert, ob wir so alte Sachen auch mal wieder ausgraben sollen, weil das sind echt so Ancient Runes, wie das so schön heißt, so ja, und es ist echt so traurig, dass wir halt ganz natürlich den Fokus auf die Murphys Neuheiten legen, die so auf den Markt geworfen werden, die hin und wieder einfach auch überhaupt nicht so pralle sind. Ja, aber ich glaube, wenn so ein Faden in Vase, glaube ich, müssen wir eigentlich sagen, dass das vielleicht in jedem Kinderzauberkasten drin ist. Aber ja, also wir sind auch ein bisschen enttäuscht von dem, was so rauskommt, deswegen die Frage an der Stelle, ob es vielleicht auch für euch interessant wäre, so ein bisschen einfach mal in die Vergangenheit zu gehen, weil es gibt sehr viel auf das es sich wirklich lohnt, mal ein Auge zu werfen. Aber wir gucken uns jetzt mal, worauf es sich noch lohnt, ein Auge zu werfen. Bis zum nächsten Produkt. Swoosh. Als nächstes Produkt, auch von Bluetooth Magic, Infinity Watch 3 oder Infinity 3. Ja, was ist es? Es ist die dritte Version. Und oh mein Gott, ist da ein Sprung zur dritten Version. Ich habe mir Zur zweiten. Mit der dritten ist ein Riesensprung. Ich habe mir aus Versehen erstmal das Tutorial von der zweiten angeschaut und mir gedacht, oh mein Gott, hier mit Aufschrauben und dies und das. Und dann gemerkt, dass ich in der falschen Version bin und dann das Dreier-Tutorial angeschaut und dann gemerkt, oh, das ist ja voll geil, auch mit den ganzen, mit der Fernbedienung, die wir hier schon in der Hand halten und so. Genau. Dann, was kann man machen? Da haben wir gleich der erste Unterschied. Es gibt zwei Versionen vom Eintippen. Ihr habt einmal entweder die Fernbedienung, die ja ultra leicht zu palmieren ist und auch leicht in der Handhabung ist. Und ihr hättet noch eine andere Version, die haben wir jetzt nicht da, wo der Stift die Fernbedienung ist, was ziemlich clever ist, weil ihr das quasi, wenn ihr die Zeit aufschreibt, das dann ziemlich easy peasy eintippen könnt. Ihr habt eine Uhr, die ihr quasi mit eurer Fernbedienung steuern könnt. Die Uhr kann verstellt werden, der Zuschauer kann sie auch handeln. Ihr habt den Spleen, das ist im Vergleich zu den anderen Uhren, ihr müsst sie zuerst, damit ihr die Zeit einstellen könnt, auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen. Das heißt also, der Effekt ist eher, dass ihr eine Uhrzeit quasi angebt und sie dann verdeckt auf den Tisch legt und der Zuschauer kann dann jede Uhrzeit sagen und das ist die. Beispielsweise, wenn ich jetzt an die Turner Watch denke, da kann der Zuschauer die Uhr verdrehen und er legt sie dann auf den Tisch ab und egal welche Uhrzeit der Zuschauer eingestellt hat, habt ihr die Möglichkeit zu programmieren, was ihr jetzt mit der nicht machen könnt. Es geht immer auf diese... Ihr müsst auf eine Ausgangsuhrzeit zurück. Ach, witzig. Ach, das ist die. Ach, ja, witzig. Genau. Ihr habt noch eine andere Möglichkeit. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ihr habt noch die Möglichkeit, die Uhrzeit zu forcieren. Das könnt ihr auch, aber das sind unabhängig voneinander. Also ihr müsst auch wieder auf die Uhrzeit 0 stellen oder auf das, was ihr immer hattet. Und dann quasi, ich habe jetzt auf 0 Uhr gestellt. In dem Moment, wo ich es auf den Tisch gelegt habe, hat er das quasi als Force-Zeit die eingestellt. Genau, also ich meine, man kann es vielleicht mal ganz kurz von der technischen Seite beleuchten. Es ist im Prinzip ein normales
ein normaler Uhrenmechanismus verbaut hier. Das ist hier ganz normal. Du kannst jetzt auch die Uhr einstellen. Das funktioniert auch, solange die Fernbedienung auslässt, das ganze Ding wie eine komplett normale Uhr. Vom Verstellen, sie kann wirklich komplett zum Untersuchen rausgegeben, weil ein Zuschauer wird den Pin rausmachen, verdrehen. Wenn er das machen wollen würde, würde er nichts merken. Und erst wenn die Fernbedienung, dann aktiviert er quasi ein zweites Bauteil in der Uhr, was so parallel verbaut ist, was im Prinzip, so bin ich mir ziemlich sicher, dass umgesetzt ist, das verschiebt. Ja, genau. Also genau, das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, die Uhr einzustellen. Einmal über die Krone, ganz klassisch, und einmal über die verbaute Systematik, die eigentlich das Gleiche macht wie die Krone, so parallel, aber halt dann über diese Fernbedienung. Ja. Und damit habt ihr die Möglichkeit, diese Uhr zu steuern. Genau. Wegfallen tut eben, was du gerade schon gesagt hast, dann diese Möglichkeit, die Uhrzeit wieder zurückzusetzen, weil wenn ihr das einmal verschoben habt mit der Krone, dann müsst ihr das wieder neu auf Null fahren, damit die Fernbedienung wieder weiß, wo die Uhr steht. Ja. Das ist unheimlich technisch. Der Vorteil hier ist halt eben, dass der Force halt, ihr könnt forcieren, aber ihr müsst halt dann quasi auf diese Ausgangsuhrzeit stellen. Also das ist eine Uhrzeit, die könnt ihr einstellen. Und dann quasi müsst ihr es aktivieren, indem er reingeht, und dann jetzt kann der Zuschauer verdrehen und er denkt, dass er quasi jetzt die Uhrzeit verstellt, aber tut es nicht. Ja. Und jetzt stellt es auf die Force-Zeit ein. Ja, genau. Das ist es hier. Genau. Aber ja. Also was vielleicht, jetzt glaube ich, kriege ich zusammen. Was nicht geht, ist, ihr könnt die Zeit nicht, das weißt du von meiner Seite, also der Zuschauer kann nicht so verstellen, dass er sieht, wie er verstellt. Mhm. Dann legt ihr die Uhr hin und ihr könnt mit dem Ding programmieren, auf welche Uhrzeit es gehen soll. Das geht nicht. Das ist ganz wichtig, falls das jemand vorhat. Und ja, ansonsten ist auch ein Knackpunkt, den können wir auch gleich mit abdecken, wenn wir schon bei der Technik sind. Die Uhr muss immer komplett rumfahren, weil es ein eben normales Uhrwerk ist. Also wenn ihr jetzt auf 6 Uhr seid und ihr wollt auf 12 Uhr, dann müsst ihr... Ihr müsst sechsmal rumfahren, genau. Und das dauert. Und deswegen, es ist aber gut geklärt, weil man fragt zuerst nach der Uhrzeit anstatt die Minuten. Und man tippt dann halt gleich in dem Moment, wenn der Zuschauer sagt, keine Ahnung, 4 Uhr, tippt man halt 4 gleich ein. Interessant, 4 Uhr. Okay, was für eine Minutenzahl würdest du noch machen? Dann fährt er schon mal zu 4. Genau, weil die Minuten schafft er natürlich schneller, weil er dann nur quasi einmal rumfahren muss und ist dann dort. Aber wie gesagt, die Stunden braucht er gegebenenfalls länger. Ja, ich weiß nicht, ich werde damit nicht so 100% warm, aber überwiegend, weil ich halt mit der Turnerwatch viel gearbeitet habe und die ist halt sehr schnell. Haben wir die Turnerwatch jemals reviewed? Nein. Ich glaube nicht. Nein, ne? Aber nicht. Nein. Jetzt auch nicht mehr machbar, weil die gibt die App nicht mehr. Ja, und es gibt auch die nobodyknows.us gibt es auch nicht mehr. Ach, okay, die ist quasi wieder verschwunden. Genau, ja, genau. So mysteriös, wie die aufgetaucht ist, ist wieder verschwunden. Okay, ja, ansonsten, ich weiß nicht, mich haut es auch nicht so ganz vom Hocker, ich weiß nicht. Was ein großer Knackpunkt für mich noch ist, dass eigentlich überall Bluetooth draufsteht. Wenn also irgendjemand sagt, ist das eine spezielle Uhr und googelt mal Bluetooth. Bluetooth Watch. Mhm. Und kommt auf die Seite. Ist halt, naja, ne? Here, Magician's Watch, die alles kann. Und es wird ja auch, vor allem, sie finden diesen ultra fancy Trailer, in dem das ja alles gezeigt wird. Ja. Also der Trailer ist ja super transparent. Ich meine, der Fan ist aber, die Turner Watch ist halt, ist es ähnlich, steht auch Turner drauf, wenn man es jetzt mal so sieht, aber... Niemand außer Peter Turner kann die tragen. Witzig, aber es gibt noch andere Versionen, wo ich echt cool finde. Die Taschenuhr finde ich eigentlich ganz cool. Oh ja, ja. Dass man halt sagen kann, das ist so quasi so ein Erbstück und sonst irgendwas ist quasi an einer bestimmten Uhrzeit stehen geblieben. Das macht Sinn, finde ich. Das stimmt, die Taschenuhr fand ich auch sehr fancy. Das hat man auch in der Preview schon. Also, das Problem ist bei Magic Shop, das sagen wir gleich von Anfang an, es gibt einfach viel zu viele Varianten, um die sehr lange auf Lager zu legen. Also entweder, wenn ihr es euch interessiert, dass ihr gleich haben wollt, über Bluetooth Magic oder ihr fragt bei Magic Shop an, damit die das entsprechend holen können. Es dauert dann halt einen Ticken länger, aber ihr spart euch auf jeden Fall Zoll. Was nicht gerade wenig ist. Ohne Scheiß, wir haben die ja zugeschickt bekommen zum Reviewen von Bluetooth Magic. Und ich glaube, wir haben fast 60 oder 70 Euro Zoll gezahlt. Oder 90. Ja. Auf jeden Fall nicht gerade wenig dafür, dass da quasi kein Geld geflossen ist. Aber nur mal so. Also das meckert auf hohem Niveau, aber aber ja. Das muss man halt immer mit einrechnen, weil ich finde es halt, weil viele, glaube ich, vergessen, dass die sehen irgendwie bei einem Shop im Ausland, ist es mal 5 Euro günstiger und denken, oh, dann bestelle ich da, weil die Versandkosten vielleicht auch nicht anfallen. Vergessen aber, dass sie Einfuhrumsatzsteuer. Ja. Und gut, manchmal hat man Glück, aber ja. Rutscht durch. Aber jetzt halt eben mal 5 Euro auf jeden Fall Bearbeitungsgebühr. Wenn man den legalen Weg geht, vor allem UK ist mittlerweile eine Katastrophe. Ja. Also Gabeln von World Magic Shop Liquid Fox zu bestellen, da würde ich nicht machen. Okay, also da würde ich aber so ein anderes Thema. Okay. Genau, ja, wie gesagt, es hat meiner Meinung nach doch ein paar Probleme. Es ist aber,
für denjenigen, der quasi sagen möchte, ich kann dir eine Zahl quasi einpflanzen, funktioniert das ganz gut. Ja, weil das ist das, weil ihr stellt es ein entsprechend. Ihr kriegt auch noch ein paar Kärtchen dazu, dass ihr das draufschreiben könnt, auch mit Forcieren und so weiter. Es sind schon gute Routinen dabei. Es ist aber meiner Meinung nach auch für den vom Erklärvideo nicht gut ausgelegt, dass ich quasi das hinlege und dann mit einer Hand in die Tasche gehe oder sonst irgendwas. Das finde ich, es ist halt immer ein wenig Geschmäckle, wie es der Annehmer so schön sagt. Der Schwab. Ja, aber ich finde auch den Stift hätte ich viel cooler gefunden, weil er viel mehr man kann aber. Du kannst ja quasi das Gesamtpaket immer so ein bisschen bewerten. Ja, also wenn du gesagt, du kannst ja quasi sagen, wenn du dir das Beste raussuchen willst, quasi die Taschenuhr mit dem Stift zusammen, hast du die Möglichkeit. Ich würde sagen, wir gucken trotzdem, wenn uns eins von den Gesamtdingern mehr taugt, bewerten wir das, also das für uns beste Produkt. Ja. Also nicht, okay, das ist das, aber das andere hätte mehr bekommen. Ich würde sagen, wenn wir die und die Konstellation machen, ich würde auch auf jeden Fall auf den Stift gehen, weil der ein bisschen unauffälliger ist in der Handhabung, auch für jemanden, der vielleicht kleinere Hände hat zum Palmieren. Und wie gesagt, das mit aufschreiben. Und ich muss auch sagen, ich finde eine Taschenuhr interessanter als die jetzt. Dann würde ich sagen, spielt es für mich keine Rolle, dass es länger dauert. Dann kann ich dem Produkt auch, wie gesagt, mit Stift und mit Taschenuhr würde ich dem Ganzen 7 Punkte geben. Einfach, weil ich dann eine schöne Präsentation daraus machen kann. Ja, ich muss euch... Ich finde es auch super genial. Also ich denke, ich werde sie auch verwenden tatsächlich, weil es ist, die Turner Watch ist aus dem Rennen. Es ist für mich aktuell die beste Uhr, auch wenn sie noch nicht perfekt ist, ist es für mich die beste Uhr für diese Uhrenkategorie. Es gibt für mich so mehrere Kategorien von Uhren. Es gibt so diese Smoke-Uhr, wie du die Mistwatch hast, die machen Rauch. Ne? Es gibt dann die Magic-Uhren, wo man Effekte mitmache nach Zeitverständnis. Und aus der Kategorie ist es tatsächlich die... wo ich sage, so eine Fossil-Uhr wurde ein paar Mal uns auch empfohlen, dass es gar keine Zauberuhr ist, sondern eine Smartwatch, die man verstellen kann und so. Aber gut, würde ich jetzt mal nicht dazu zählen. Das heißt, das hier ist die beste Magic, das heißt, ich werde sie verwenden. Und es ist aber noch Luft nach oben, deswegen 8 Punkte. Von welcher Konstellation würdest du da nehmen? Ich würde wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt nochmal bestellen würde, also ich werde jetzt nicht die nehmen, weil wir die schon haben, aber würde ich sie wahrscheinlich in Schwarz nehmen, wobei ich das Gold auch ganz schick finde und mit dem Stift anstatt mit dem Pad. Den finde ich besser. Die Taschenuhr finde ich zwar nicer, also auch viel nicer, aber sie passt halt nicht so zu mir, weil, weißt du, im Anzug mit einer Tasche, ich weiß nicht, irgendwie... Du weißt, ein Sakko mit einer Taschenuhr, so Dinge. Ja, also Wolfgang Moser fällt mir da sofort ein, weil dieser Stil, so dieser Gentleman-Style so passen, aber ich habe tatsächlich noch keine Auftrittsuhr. Und das ist jetzt für mich meine erste Auftrittsuhr. Also siehst du nicht, ich habe dazwischen zwei hin und her überlegt. Wir können ja dann irgendwann mal tauschen. Na, passt schon. Das. Nee. Passt schon. Okay, genau, also 8 Punkte. Genau, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was für Uhren ihr verwendet und wie euch das Produkt gefallen hat. Und das war die Infinity Watch 3 von Bluter Magic. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Review für diese Woche. Heute mit dem Bluter Magic Special. Also einmal mit den, Two Cups Routine von Tommy Wonder und auch mit Infinity Watch. Wenn euch eins von den Produkten gefallen hat, könnt ihr über Bluter Magic oder auch über Magic Shop, über die Links in der Beschreibung, würde der Show helfen, würde Magic Shop helfen und würde natürlich auch euch helfen. Und in diesem Sinne, bleibt magisch!